Wer sagt hier, Kollege Ziemiak, eigentlich die Wahrheit? Das wollen wir überlegen. Ich tippe, Jens Spahn tut es nicht. Warum komme ich zu dieser Aussage und zu dieser Einschätzung? Ich möchte versuchen, es zu begründen. Dafür gehen wir ein wenig zurück in die Zeit des Beginns der Pandemie, und zwar in den 20. Oktober 2020. Der ein oder andere wird sich noch erinnern, dass dort einen Tag vorher erklärt wurde, dass die Leute bitte in ihren Wohnungen bleiben sollten und sich nicht mehr mit anderen Leuten treffen sollten und schon gar keine Partys feiern sollten, wenn sich der ein oder andere daran noch erinnert, vor allem aus der Union. Und gleichzeitig fährt einen Tag später der Bundesgesundheitsminister zu einer Spendenparty nach Leipzig, wo also sehr viele illustre Gäste, die wir alle bis heute nicht kennen übrigens, auch das ist eine Frage, zufällig 9.999 Euro an den Kreisverband des Gesundheitsministers gespendet haben. Also genau 1 Euro unter der Veröffentlichungspflicht. Ich will Ihnen das mal sagen, was das Problem ist, ja, warum das was damit zu tun hat. Wenn ich in meinem Wahlkreis, was weiß ich, in Bitterfeld-Köthen oder Bernburg abends mal zu einer Party gehe oder zu einem Bier gehe, da kriege ich maximal ein Pilz 03 ausgegeben. Aber da hängen keine Leute rum, die fast 10.000 Euro mir in die Tasche stecken. Das ist der Unterschied. Das Einzige, was bei Ihnen und übrigens auch bei Ihrem Kumpel Andi Scheuer wirklich, wirklich beeindruckend ist, das ist, wie man eine so schlechte Politik, so viele Skandale und so viele Milliarden verbrennen kann und dass sie trotzdem noch im Amt sind. Das ist wirklich eine Leistung. Da muss auch ich meinen Hut vorziehen. Vielen Dank. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Kollege Scheuer, Ihre Fraktion hat Ihnen offensichtlich das Thema, Entschuldigung, Herr Kollege Korte, Ihre Fraktion hat Ihnen offensichtlich das Thema der Aktuellen Stunde nicht mitgeteilt. Und deswegen zunächst mal für den Rest des Plenarsaals vielleicht das Wichtigste. Jedenfalls die meisten von uns meinen, dass selbstverständlich die Einrichtungen und die Obdachlosen und der Obdachlosen- und Behindertenhilfe gute und sichere Masken ausdrücklich aus deutscher Produktion erhalten haben. Der Skandal sind nicht die Masken, sondern das Handeln der Akteure, vor allem aus dem Willy-Brandt-Haus und von Minister Heil. Noch nicht einmal die Opposition hat ungeprüft solch ehrabschneidende, persönlich sehr verletzende Formulierungen und Anwürfe erhoben, wie eben das Leitungspersonal unseres Koalitionspartners. Jetzt kann ich verstehen, dass man bei den dauernden Umfrage- und Wahlergebnissen, wie es jüngst in Sachsen-Anhalt mit 8% erreicht wurde, in Erklärungsnot kommt. Es ist für mich vielleicht sogar noch nachvollziehbar, wenn die Parteivorsitzenden deshalb zu jedem sich bietenden Ablenkungsmanöver greifen, um von der eigenen Ratlosigkeit abzulenken. Aber dass Sie nun bewusst besonders vulnerable Gruppen, die Obdachlosen, die Menschen mit Behinderung verunsichern, nur um parteipolitisch Stimmung zu machen, das ist schäbig, meine Damen und Herren. Und offensichtlich ist da einigen das Niveau auf der Zielgeraden der Koalition vollständig abhanden gekommen. Frau Mack, ich will Ihnen einmal sagen, dass Ihre Ausführungen zu den Qualitätsfragen in vielerlei Hinsicht fehlerhaft waren. Meine Kollegin Martina Stamm-Fiebig wird es in ihrer Rede klarstellen. Aber eins lasse ich mir von Ihnen nicht gefallen. Der Vorwurf, dass hier seine parteipolitische Debatte. Sie haben es nötig. Sie haben es nötig, Ihren Generalsekretär sprechen zu lassen, nicht wir. Das will ich nur einmal an dieser Stelle sagen. Es geht hier nicht um Parteipolitik. Es geht hier auch nicht um eine Personalfrage. Es geht hier einzig und allein darum, dass wir in der Pandemie alle Menschen im Land im gleichen Maße schützen. Darum geht es hier. Was mich wahnsinnig ärgert, ist der unwürdige Vorwurf, die SPD und Hubertus Heil hätten diese Debatte forciert oder gar bestellt. Nichts davon ist wahr. Was aber wahr ist, und Ihr Schreien bestätigt ja, dass ich recht habe, was aber wahr ist, dass Hubertus Heil und sein Haus jederzeit das Gesundheitsministerium darauf aufmerksam gemacht haben, dass sinkende Standards nicht mitgetragen werden. Sechstens. Geldverschwendung, Steuergeldverschwendung ist ein Markenzeichen dieses Ministers. Seit Amtsantritt hat er fast 200 Stellen in seinem Ministerium zusätzlich geschaffen, und zwar bereits vor der Pandemie.
Zwar, doch, das können Sie nach, habe ich alles gefragt. Ja, machen Sie auch mal eine kleine Antwort. Ich mache das gerne, da fährt man viel. Zweiter Punkt. Sie haben über 500 Millionen Euro ausgegeben für zusätzliche Intensivbetten. Und parallel dazu ist die Zahl der verfügbaren Intensivbetten zurückgegangen. Das muss man auch erst mal schaffen, meine Damen und Herren. Und dieser dritte Punkt, diese Verschwendung von Geld bei den Testzentren, Herr Minister Scholz, der kommt gleich, Herr Minister Spahn, den haben Sie mit zu verantworten. Das ist richtig, die Länder müssen die Kontrollen machen. Aber die Kontrollgrundsätze werden vom Bund gemacht. Und da haben Sie versagt. Sie haben keine ausreichenden Kontrollgrundsätze entwickelt. Sie wollen jetzt nachbessern, was zeigt, dass am Anfang unzureichend war. Also auch die Geldverschwendung bei den Testzentren haben Sie mit zu verantworten, Herr Minister Spahn. Auch das passt zu dem Gesamtbild, was Sie hier abgeben. Und es gibt einen Skandal, keine Frage. Wenn man nämlich parteitaktisch, was ja Frau Maas bestreitet, erstaunlicherweise, okay, dann hat das mit Parteitaktik nichts zu tun, obwohl sie selbst mehrfach die SPD hier erwähnt hat. Wenn man selbst mit parteitaktischen Manövern Ängste bei Menschen schürt, dann macht man Wahlkampf auf dem Rücken der Schwächeren. Und ich glaube, das ist eher ein Skandal als alles andere, was hier angesprochen wurde. Und die spannende Frage ist ja eigentlich, nutzt einem das eigentlich parteipolitisch? Ist das wirklich sinnvoll, andere schlecht zu machen? Ich meine, natürlich nicht. Wer über andere schlecht redet, ist ja selbst noch längst nicht besser geworden. Das wissen die Menschen. Die haben es in Sachsen-Anhalt überhaupt auch deutlich gezeigt, dass sie das verstanden haben. Ich sage nur einstellig in Sachsen-Anhalt. Viel Vergnügen mit dieser Strategie für die nächsten Wochen. Ich will abschließend sagen, gutes Regieren bis zur Wahl, das ist aus unserer Sicht unser Auftrag. Und gutes Regieren nach der Wahl, dafür steht CDU, CSU auch bereit im Anschluss an die nächste Bundestagswahl. Wer schon in der Regierung von der Opposition träumt, der wird sich nicht wundern dürfen, wenn er nach der Wahl auch als Opposition aufwacht. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank, Michael Grosse-Römer. Jetzt haben Sie uns 20 Sekunden geschenkt. Ja, das weiß ich, deswegen habe ich es Ihnen ja gesagt. Eben, deswegen habe ich es doch gesagt. Bei Ihnen in der GroKo und bei Ihnen in der CDU muss ja die Hütte ganz gewaltig brennen, oder? Wenn Sie schon der erste PGF in so einer Sache, die angeblich gar keine Bedeutung hat, die hinstellt. Der erste PGF der SPD kommt noch hinterher. Der Generalsekretär will sich gleich als Feuerlöscher hier beweisen. Also dann ist wahrscheinlich die Emotion richtig hoch bei Ihnen und das Ende von Jens Spahn nicht mehr besonders weit. Denn schon wieder steht Jens Spahn in den Schlagzeilen. Die negativen Berichte über seine Person, seine Leistungen und seine Geschäfte nehmen nicht ab, sondern zu. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sind die gegenwärtigen Ereignisse eigentlich mehr der Gipfel eines Eisbergs oder der Tropfen, der den Eimer zum Überlaufen bringt. Aber die SPD macht da natürlich gerne mit, klammert sich an jeden Strohhalm, um die 5%-Hürde bei der nächsten Bundestagswahl zu überwinden und macht sich hier zum Vorkämpfer der Entrechteten und Armen. Ausgerechnet die SPD, deren Gesundheitsexperte Lauterbach, der nicht mal im Gesundheitsausschuss sitzt und auch heute nicht da ist, ausgerechnet die SPD, deren Gesundheitsexperte Lauterbach vor kurzem noch empfohlen hat, sich Staubsaugerbeutel um den Kopf zu wickeln, um Corona zu bekämpfen. Ausgerechnet Sie skandalisieren jetzt hier eine angebliche fehlende Zertifizierung von Masken. Das feuchtfröhliche Spendendinner von Herrn Spahn wurde noch erwähnt, 9.999 Euro Eintritt. Herr Spahn hat gefeiert mit seinen Parteigenossen, als die Leute draußen an Corona gestorben sind. Und das ist erbärmlich, Herr Spahn, was Sie da abgeleistet haben. Meine Damen und Herren, üblicherweise endet man dann hier mit einer Rücktrittsforderung und sagt, so geht es nicht weiter, Herr Spahn, treten Sie zurück. Aber ich bin sicher, Frau Merkel wird Sie im Amt halten. Deshalb von dieser Stelle, Herr Spahn, genießen Sie die letzten Monate im Amt. Jetzt fragt man sich, wie hört man auf? Ich habe gestern mit dem Kollegen Martin Hohmann gesprochen und der hat gesagt, Stefan, ich empfinde eigentlich nur noch Mitleid mit Herrn Spahn. Und wissen Sie was, Herr Spahn, mir geht es genauso. Genießen Sie die letzten Monate im Amt und dann ist auch Feierabend, denke ich mal, für Ihre parteipolitische Geschichte hier in Deutschland. Vielen Dank. Nun will ich aber einen Satz zur Koalition noch sagen. Die SPD hat diese Debatte nicht aufgemacht, die SPD hat auch nicht dafür gesorgt, dass es dafür eine Veröffentlichung gäbe, überhaupt nicht. Was ich aber sagen will, ist, dass diese Sozialdemokratische Partei und diese Fraktion zu dieser Regierung steht. Und ich kann nur eins sagen, Herr Grosse-Römer, von Kollege zu Kollege, es ist eure Fraktion, die viele Beschlüsse, die das Kabinett getroffen hat, blockiert und nicht zum Abschluss im Deutschen Bundestag bringt. Wenn, und ich sage mal, werfte Demokratiegesetz, ich nenne Kinderrecht im Grundgesetz, Streichung des Rassebegriffs, Unternehmenssanktionsrecht, die hälftige Aufteilung der Erhöhung des CO2-Preises für Mieter, all das
hat das Kabinett eure Bundeskanzlerin mitbeschlossen und ihr seid als Fraktion nicht bereit, es hier im Bundestag mitzubeschließen. Das ist so eine Entfernung von der Regierungsfähigkeit und letztendlich auch eine Entfremdung zur Regierung, dass ich nur sagen kann, das abzuschließen. Wir werden es im September sehen, aber ein paar Jahre in der Opposition täten euch auch gut. Vielen Dank. Und dann wurde gesprochen, gerade wurde gesagt, warum spricht der CDU-Generalsekretär hier in dieser Debatte? Ich kann es Ihnen sagen. Die Vorsitzende der SPD, die ganze SPD-Führung, spricht von menschenunwürdigem Verhalten, plappert in jedes Mikrofon, das da draußen steht. Aber wenn dieses Thema im Plenum des Deutschen Bundestages behandelt wird, sind Sie irgendwo und geben irgendwo wieder andere Interviews, anstatt hier mal das Wort zu ergreifen, was Sie eigentlich meinen. Ich finde es ist ein Zeichen des Respekts, wenn ich als Generalsekretär Interviews zu dem Thema gebe, dass ich hier im Plenum stehe und dazu etwas sage, im Gegensatz zur Führung unseres Koalitionspartners. Und ich muss Ihnen ganz offen etwas sagen, das muss ich leider an unseren Koalitionspartner richten. Ich habe mir auch noch mal diese Selbstverpflichtung der SPD zum fairen Wahlkampf angeschaut. Das wurde ja auch noch durch die PR-Abteilung nach vorne gebracht. Da steht dann unter Punkt 2 Absatz 2, bitte zuhören. Verlässliche Quellen und Fakten sind das Fundament unserer politischen Kommunikation. Wir überprüfen, jetzt wird es noch besser, wir überprüfen Behauptungen Dritter, bevor wir sie verbreiten. Jetzt ist die Frage, was ist die Konsequenz daraus? Was heißt das jetzt? Sie haben jetzt gegen Ihre eigene Selbstverpflichtung verstoßen. Übrigens glaube ich nicht, dass Parteien, wenn sie ganz normal in der politischen Mitte sind, Selbstverpflichtung brauchen. Für uns ist, wir brauchen keine Selbstverpflichtung. Fairer Wahlkampf ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ich kann Ihnen nur... Ja, was heißt denn das jetzt? Sie haben verstoßen, Sie behaupten es noch weiter vielleicht in Teilen und keine Konsequenz, das Papier ist es nicht wert, auf dem es geschrieben wird. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat der Vorsitzende des Petitionsausschusses, unser Kollege Marian Wendt. Ist wahr? Gut, dann fange ich noch mal an. Das Wort hat der Vorsitzende des Petitionsausschusses, der sehr geschätzte Kollege Marian Wendt, dem das ganze Haus zu seinem heutigen Geburtstag von Herzen gratuliert. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für den schönen Gruß zum Geburtstag. Und jawohl, es ist eine schöne Freude und ein schönes Geschenk, diesen Bericht, diesen Jahresbericht 2020 heute vorbringen zu können und auch an den Präsidenten übergeben zu haben. Obgleich ich in naher Zukunft nicht mehr Mitglied dieses Hauses sein werde, möchte ich Ihnen versichern, ich bleibe ein Botschafter des Petitionsausschusses. Dort arbeiten tolle Menschen, die sich mit voller Kraft für unsere Petenten und unser Land einsetzen. Unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger können sich voll auf Sie verlassen. Das macht Sie stolz. Und ich kann Ihnen zum Schluss nur zurufen, werden auch Sie hier im Hause oder da draußen alle Botschafter dieses wunderbaren Ausschusses. Vielen Dank. Vielen Dank, Marian Wendt. Und ich möchte mich diesem Dank wirklich anschließen, Ihnen und den Mitgliedern im Petitionsausschuss von ganzem Herzen danken. Denn in der Tat, ich glaube, kaum jemand, der nicht im Ausschuss arbeitet, hat eine Vorstellung, was Sie wuppen und was Sie wirklich leisten. Und dass Sie eigentlich mit Ihrer Arbeit garantieren, dass es Bürger und Bürgerinnen Nähe gibt. Und dass Sie mit Ihrer Arbeit und Ihrem Engagement zeigen, was die Herzkammer der Demokratie dieses Parlaments bedeutet, wenn sie nah dran ist an den Sorgen und an den Problemen der Menschen. Ich danke Ihnen wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Das gilt für alle, die in diesem Ausschuss mitgearbeitet haben. Und Sie haben gesagt, Sie sind ein Team. Und das kann man nicht von den allermeisten Ausschüssen behaupten. Aber tatsächlich ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss wirklich ihre Arbeit und ihr Engagement immer in den Vordergrund gestellt haben, auch über Parteigrenzen hinweg. Dafür von Herzen danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und vergessen Sie unsere Verabredung nicht. Genau. Ja. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, ich weiß ja nicht, ob Sie mir nachher auch eine Verabredung anbieten. Warten wir es mal ab.
Liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Frau Präsidentin, wenn ich abschließend mir für die kommende Legislaturperiode vielleicht als einer der dienstältesten Mitglieder dieses Ausschusses einen Wunsch bei Ihnen frei hätte, dann wünsche ich mir erneut, Frau Präsidentin, einen eigenen Sitzungssaal. Der Petitionsausschuss, der ist das Bindeglied zwischen Bürgern und Parlament. Und ich sage das auch deutlich an die Spitzen der Fraktionen. Ich meine, es wäre eine überfällige Anerkennung, dieses endlich auch mit einem eigenen Sitzungssaal hier bei uns zu würdigen. Dankeschön. Gebe ich Ihnen einen Tipp. Vielen herzlichen Dank, lieber Andreas Mattfeld. Am nächsten Sitzungsdonnerstagabend ist eine lange Sitzung des der Baukommission. Unsere Baukommission. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich mit Sicherheit. Nee, aber über so einen Vorschlag. Bitte bringen Sie das doch ein. Ich weiß nicht, bei uns in der Mitarbeiterinnenkommission gibt es eher Tee oder sowas. Ne? Und dann gibt es natürlich auch Petitionen, wo man schallend lacht. Also mein Mitarbeiter, bei dem ich mich auch ausdrücklich bedanken will, der sich super eingearbeitet hat, der guckt dann manchmal ins Büro und sagt, was ist denn da los? Themen wie, mein Mann ist mir untreu geworden, jetzt müssen Sie tätig werden, bis hin zur Erbschleicherei. Frau Roth, wir machen keinen Termin dazu. Unzweifelhaft ist der Reichstag, dieses historische Gebäude hier, das heute Sitz des Bundestages ist, des deutschen Parlaments, ebenso ein Ort der Geschichte. Und ich bin dankbar, dass ich diesem Ort für eine Legislatur angehören durfte. Das Jahr 2021 ist für mich und vielen Mitgliedern meiner Familie ein Jahr der Veränderungen. Mein großer Sohn Tobias wird bald seine Doktorarbeit abgeben. Mein mittlerer Sohn hat eine neue Wohngruppe gefunden. Und mein jüngster Sohn Robin hat gerade sein Abitur mit einer hervorragenden Note abgeschlossen. Dies hier ist meine voraussichtlich letzte Rede in diesem Hohen Hause. Und ich danke allen Kolleginnen und Kollegen dafür, und vor allem meiner Fraktion insbesondere, wie auch sozusagen allen anderen Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, die ich kennenlernen durfte und mit denen ich ein gemeinsames Stück des steinigen, aber überaus lohnenswerten Wegs der Demokratie gehen durfte. Ich wünsche mir, mit vielen von Ihnen in Kontakt zu bleiben. Herr Kollege, ich danke dafür, dass ich für eine Zeit Teil dieses Hohen Hauses sein durfte. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ebbing. Ich gehe davon aus, dass Ihre Familie auch Eingang in das Haus der deutschen Geschichte finden wird. Insofern. Jedenfalls ist es jetzt im Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages verankert, wie erfolgreich Ihre Familie ist. So. Und ein letzter Satz sei mir gestattet. Lieber Hartmut Ebbing, es war deine letzte Rede. Ich habe die Arbeit mit dir im Kulturausschuss wirklich geschätzt und auch den guten Austausch. Es war ein gutes Gefühl, auf Augenhöhe miteinander Dinge zu diskutieren, andere Ansichten zu haben, aber auch voneinander zu lernen. Insofern, es war schön, dich hier zu haben. Ich hoffe, ich bin wieder dabei. Du wirst fehlen, aber schau einfach vorbei, dann sehen wir uns wieder. Tschüss. Vielen Dank, Frau Kollegin Barrientos. Ich weise darauf hin, dass der Garten der parlamentarischen Gesellschaft geöffnet ist, wenn es Verbrüderungsfeiern geben soll. Abschiedsfeiern. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tage und ich möchte Sie mit einer tiefsinnigen philosophischen Weisheit den heutigen Abend entlassen. Nutzen Sie den Abend, denn morgen können Sie gestern nicht nachholen. Und da ich die charmante Präsidentin der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft hier sehe, nutzen Sie den wunderbaren Abend heute auch für die Außengastronomie. Sie werden viel davon haben, die Gastronomen auch. Herr Kollege Thurmeck, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.